So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, am letzten Part haben wir endlich das Meer betreten können. Das Meer betreten klingt zwar merkwürdig, aber im Grunde genommen war es so. Mit unserem Schiff, ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele Orte, die wir erkunden können. Und wir wollen hier in Yamata anfangen, denn ich hoffe auf was ganz Bestimmtes hier. Wir kommen nicht auf Besuch von Fremden auf unserer Insel. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl bei uns. Ja, es ist schön, ja, schön, schön, einfach. Ja, schön eben. Gut, wir gehen erstmal pennen, weil wir sind sowieso nicht ganz fit. Oh, ich sehe gerade... Wir sind zu siebt und ihr habt zwei Matten auf dem Boden. Das wird kuschelig die Nacht. Ja, ja, ich sehe schon kommen. Die Kerle müssen sich alle auf eine Matratze quetschen, während Sveta und Chiara ihren ganzen Platz haben. Ich hoffe, ihr habt euch in unserem Haus wohlgefühlt. Auf Wiedersehen. Ja, Mann, war richtig cool hier. Man sagt, dass die See von Otsu vor zahlreichen Wirbelstürmen heimgesucht wird. Was wohl mit einem Schiff passiert ist, an einem solchen Sturm gerät. Vielleicht wird es meilenweit davongetragen. Ja, das könnte passieren. Ich meine... Wir hatten ja auch eine sehr stürmische Überfahrt, nicht wahr? So, gehen wir mal hier hin. Und gucken, ob wir vielleicht neue Sachen kaufen können. Wir sollten mal wieder unser Inventar leeren. Das ist nämlich ziemlich vollgestopft mit unnötigem Kram. Mein Heilkraut, einfach so. Ich glaube es ja nicht. Du da, erzähl mir was Lustiges. Einen Witz oder so. Haltet euch westlich und ihr gelangt nach Sana. Oh, endlich. Wir sollten jemanden nach Sana was mitbringen, ne? Die Bevölkerung Sanas hat in der Vergangenheit einiges durchleben müssen. Die Schiffe auf dem Hafen von Rago segelten regelmäßig über die See von Otsu, um mir Waren zu liefern. Doch ich habe schon seit längerer Zeit keine Warenlieferung mehr erhalten. Wir können dir was abkaufen. Dann hast du noch weniger Ware. Psi-Kristalle. Die nehme ich selbstredend immer gerne. Jawohl. Hoppla. Lebenswasser. Wo ist sie denn da? Chiara, ich sollte jetzt eigentlich mal... Boah, gibt es mittlerweile vier. Oh, so viel hole ich dann aber doch nicht. Wie viel hat sie? Dann hole ich mir drei. So. Jawohl. Mann, Mann, Mann. Ganz schön viel. Ups. Jo, was kannst du für uns tun? Du kannst sagen, ob du krasse neue Sachen hast. Eventuell, ja, guck mal, da ist doch schon was. Oh, ich sehe aber gerade, mit was er kämpft. Was kämpft er denn mit einer Breitaxt? Bitte, Euleo, please. Da gibt es doch bessere Alternativen. 94. Habe ich Sveta eigentlich schon die neue Waffe gegeben? Fällt mir gerade auf. Baumwollhemd trägt er. Bitte, Euleo, was ist mit dir los? Oh, das ist schön. Und stark sehe ich gerade. Sveta, du kriegst eine neue Weste. Kling. Drachenschild. Chiara trägt nichts am Arm. Ach so, weil sie das Ding abgegeben hat. Ja, klar. Ja, klar. Trägt sie noch irgendwas generell? Frage ich mich gerade. Also ich meine, habe ich das verkauft, was sie hatte? Ne? Einem Anschein nach nicht. Oje, oje. Muss ja mal ordentlich nachgerüstet werden. Okay, Euleo kriegt erstmal die 94er-Waffe hier. Die Ninja-Klinge. So, zack, her damit. Sehr gut. Ah, du kriegst aber noch mehr, mein Freund. Erhöht die Geschwindigkeit. Jo, nimm mal das. Kannst du nämlich gut gebrauchen. So lahm wie du bist, mein Freund. Die verzichtet doch gerne auf die extra Verteidigung hier bei dem Ding. Ein Drachenschild. Euleo, erstmal ordentliches Equipment anlegen hier. Es ist ja, geht ja gar nicht. So, Chiara hier, für dich habe ich auch noch was, auch wenn wir die ja aktuell nicht wirklich kämpfen. Sie trägt keinen Hut. Also Sveta trägt keinen Hut. Was ist denn da los? Glitzer-Tiara. Hier, so. Gut, jetzt hoffe ich, dass wir... Ach, Stiefel. Gut, ich wollte schon sagen, Moment mal, warum tragen die auch alle nichts? Aber hat sich erledigt. Okay, von den Sachen muss ich wahrscheinlich... Er trägt auch keinen Helm, also bitte... Zack, erstmal schön die Verteidigung boosten. Ja, ich sehe gerade, der ist sogar... Oh, ich habe keine Kohle mehr. Ich habe keine Kohle mehr, ich glaube es ja nicht. Vielleicht hätte ich das, was ich jetzt machen möchte, vielleicht besser mal zuerst gucken sollen. Wahrscheinlich ist die Waffe besser als das, was ich Euleo gerade gekauft habe, oder? Nein, kann er nicht mal anlegen. Okay, alles klar. Dann nicht. Gut, ich muss mal wieder verkaufen, aber das mache ich offscreen, weil das dauert immer so eine Zeit, bis ich damit allem fertig bin, was ich so machen möchte. Hi, südlich von Yamata gibt es einige Inseln noch. Neulich sah ich eine Insel, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Seltsam. Yamata, diese Stadt liegt auf der Insel Japan. Ich dachte zuerst Japan. Und hat eine einzigartige Kultur. Wird mir nie wundern, wenn es daran angelehnt ist. In der Tongefäße ihrer zahlreichen Schreine sollen Geister wohnen.
Alles verändert sich so schnell und es bleibt kaum Zeit, uns Namen für neue Orte auszudenken. Tja, die goldene Sonne macht's möglich, nicht wahr? Ob die das hier so cool finden, ist das eine andere Frage. Ich bin Soldat aus Yavata, viel gewohnt, doch diese Sommer ist wirklich verdammt kalt. Hier, trage das schon. Prinz Takaru befindet sich derzeit auf Reise und kann Yamata nicht vor dem Bösen schützen. Gut, dass ich noch da bin. Takuru, dieser mutige Krieger ist der Sohn von Kushinada und Sasu und Himis Bruder. Er ist der rechtmäßige Thronfolger Yamatas und zieht nach einer Vision seiner Schwester aus, um die große Unheil abzuwenden, das die Welt bedroht. Leute, Kushinada und Sasu, kennt ihr die beiden noch aus Teil 2? Schön, oder? Ja, die kommen ja auch wieder vor. Kushinada und Sasu, das waren die beiden in dem Dorf. Izumo mit der Schlange Vipera. Ja, ja, basiert ja auch auf einer Legende mit dem Himmelszeichen und so fort und so weiter und so fort. Sehr schön. Alter lebt in einem Dorf namens Izumo. Ja, genau das. Doch es versank im Meer, deshalb sind sie hergezogen. Izumo, dieses Dorf lag einst auf einer Insel, Yipan. Weit im Osten versank jedoch als Folge des Erscheinens der goldenen Sonne. Izumo wurde vor 30 Jahren von einem bösen Monster heimgesucht, das die Krieger von Vale konnten es besiegen. Genau, das war Vipera. Die Schlange, die man nur mit Sake schwächen konnte und mit Licht und Sake, genau. Das war, wie gesagt, irgendeine Legende von... Ich habe leider mittlerweile vergessen, wie das hieß, Orochi? War das das? Ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber irgendwie verbinde ich gerade diesen Namen damit. Jedenfalls ist halt was Bekanntes, was ich immer sehr schön fand. Vor allem habe ich damals ewig gebraucht, bis ich mal herausgefunden habe, was ich genau machen muss. Ja, ja, damals hatte ich halt noch kein Internet, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Prinzessin Himi leidet unter einer seltsamen Fieber. Himi, dieses junge Mädchen ist die Tochter von Sasu und Kushinada aus Yamata. Aufgrund deiner mysteriösen Krankheit ist sie einem nicht wenden wollenden Schlaf gefallen. Das ist aber uncool. Wir machen uns große Sorgen um sie. Ihr Zustand scheint unveränderlich. König Sasu und Königin Kushinada haben zwei Kinder, Takaru und Himi. Derzeit ist nur Himi in der Stadt. Wow, die haben wir ganz schön weit gebracht. König und Königin? Dieser Mann ist der König von Yamata und Vater von Takaru und Himi. In seiner Jugend war er wild und aufmüpfig, doch das Alter hat ihn zur Ruhe kommen lassen. Das Volk respektiert ihn und auch seine Frau und Kinder sehen zu ihm auf. Ja, damals hatte er quasi den ganzen Ruhm entschlägt. Ich meine, wir haben Vipera besiegt, aber er hat ein bisschen Vorarbeit geleistet und wir haben dann bescheiden, wie wir sind, gesagt, ja komm hier, der hat die Schlange allein erlegt, yeah, und wurde zum Held seines Volks. Kushinada ist die Königin von Yamata und Mutter von Takaru und Himi. Sie betet Tag und Nacht für das Wohl ihrer kranken Tochter. Was ist denn da passiert? Ich meine, man fällt nicht immer einfach so im ewigen Schlaf oder irgendwie was dergleichen. Aber das Dorf ist auch nicht besonders groß hier, also interessant, dass so ein kleines Städtchen überhaupt König und Königin haben. Hätte Uzume uns nicht hierher gebracht, dann wären wir sicher von den Tsunamis in den Tiefen des Meeres gerissen worden. Na gut, wer weiß, ob das hier ist. Ich meine, vielleicht gehört das ganze Land ja den beiden, ne? Uzume war Sasus Schwester, war, okay, und herrschte über Izumo, bevor es im Meer versank. Sie galt als mächtiger Erdadept. Kurz nachdem sie Erfolg von Yamata geführt hatte, verstarb sie an einer Krankheit. Was ist denn hier los? Krankheiten und alles ist... Klingt nicht sehr idyllisch. Solange König Sasu und Königin Kushinada über uns wachen, wird es unserem kleinen Land gut gehen. In Erinnerung, wie immer, sonst in 3 hat schon so ein paar Leute sterben lassen. Das sieht überhaupt nicht verdächtig aus hier. Ja... Lass mich mal raten, was ich hier kriege. Etwa den Schaufler oder wie auch immer die Fähigkeit hieß. Nee, es ist einfach nur... Oh, mysteriös, du da, sag mir was. Himi hatte die ganze Zeit geschucht und gemeint. Ich sagte, Isaac, wir finden sich große Gefahr. Doch wer ist dieser Isaac? Und darüber hatte sie kein einziges Wort verloren. Oh, Isaac ist eine große Gefahr? Warum nur Isaac? Prinz Takaru fuhr vor einiger Zeit mit einem Boot davon. Er muss weit gereist sein, sonst wäre er längst wieder zurück. Scheint hier wieder einiges nicht zu sein. Das ist ein Jupiter-Djinn, Leute. Da war ein Jupiter-Djinn. Jupiter, 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 Jupiter. Darf ich nochmal erwähnen, wie schön ich es finde, dass ich nichts mehr verpassen kann? Prinzessin Himi ist zwar noch recht jung, verfügt aber bereits über enorme Macht. Viele sehen ja ein Kind der Götter. Uiuiuiui. Das ist aber hochgegriffen. Hätten sie geahnt, dass Himi erkrankt, dann hätten sie Takaru gewiss nicht gehen lassen. Hätte Fahrradkette, das bringt doch auch keinen. Was ist eine Fahrradkette, Mann? Wer hat das eigentlich gerade gesagt? Crane, ich bin die Stimme in deinem Kopf, der dir sagt, was du zu tun hast. Was, wirklich? Ja, genau, also halt die Klappe. Oh, verdammt doch mal. Ach, Crane, MC Crane. Ist nicht sein Name, übrigens. Er heißt Fresh Crane. Na, das sind zwei wichtige Dinge. Er ist zwar ein echter MC, aber das zählt nicht zu seinem Namen. Das nur mal nebenbei. Übrigens eine kleine Geschichte, vielleicht wäre nicht ja das Dorf erkunden, die ich mal sagen kann. Es war eigentlich nie geplant, aus Crane damals einen Gangster-Rapper zu machen, so à la Fresh Dumbledore mit Fresh Crane. Das ist eigentlich nur ein Stein, weil ich habe ihm mal diese Stimme gegeben.
Und dann haben einige gesagt, das erinnert sie an Dumbledore, an Fresh Dumbledore, die Stimme. Und dann habe ich ihm einfach das Rapper-Image verpasst. Weil das so quasi der Stein des Anschlusses war. Akira war einer der ersten, dazu was gesagt hatte. Und ja, so ist das entstanden, nur mal so nebenbei. Es war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe mir auch nicht mit der Intention gesprochen, so zu klingen. Aber viele fanden, es klang so und irgendwie klang es ja auch tatsächlich so. Und deswegen habe ich daraus Fix Fresh Crane gemacht. Jawohl, warum auch nicht wahr? Das hat es mir in der Tricks gemacht, weil eigentlich mag ich Crane nicht so wirklich. Ich bin aber mittlerweile mag ich ihn. Einfach aufgrund des Images, was ich ihm angedichtet habe, was aber eigentlich ja gar nicht Canon zu seinem Charakter gehört. Also es ist irgendwie ganz merkwürdig und abstrus, also keine Ahnung, ne? Aber so viel dazu. Ein Kraftbrot, lecker, so ein gammeliges Brot, was in irgendeiner hinteren Kiste ganz am Ende eines Lagerraums versteckt war. Das ist bestimmt gesund. Sveta. Du. Dann wollen wir doch mal gucken. Ne? Jetzt haben wir uns ja hier überall umgesehen. Unten geht's auch rein? Vielleicht geht hier die Stadt noch weiter. Ja, das scheint nur der Palast zu sein. Da gehen wir erst später rein. Das sieht nämlich so aus, wäre es da irgendwie der richtige Weg. Wie komme ich da zu dem Djinn? Das ist die viel wichtigere Frage, ne? Von unten offensichtlich. Ich muss hier bestimmt graben, aber das wird mir garantiert noch nicht angezeigt, weil mir noch eine Psinegie dazu fehlt. Habe ich mit euch beiden schon geredet? Ja, glaube ich schon. Ruin von Yamata. EG. Lady Izume verfügt über seltsame Kräfte. Verfügte. Sie konnte Felsen nur mit Hilfe ihres Willens verschieben. Können wir auch. Vor euch liegen das Grab von Lady Izume und der zu ihrer Ehren gebauten Schrein. Bitte verhaltet euch dementsprechend. Wir würden ihr niemals Stress machen. Immerhin war sie eine Freundin unserer Eltern. Was ist das? Das ist die tanzende Puppe? Hier steht der Name des Verstorbenen. Da liegt die tanzende Puppe von Golden Sun 2. Was ist da hin? Das sieht auch verdächtig aus. Viel zu verdächtig. Aha. Oh, Geistleser. Ah, stimmt ja. Svetas Fähigkeit ist ja, wie gesagt, wie Geistleser nur noch etwas advanced. So, ich weiß, wie gesagt, ich glaube aber nicht, dass ich mit allen Leuten die Gedanken lesen werde. Vielleicht mal ab und zu. Hm? Doch nicht? Hä? Wird mir doch gerade angezeigt, dass es geht. Ah, jetzt aber. Hi. Ich hoffe, ihr stört meinen Schlaf aus einem guten Grund. Ja. Ach, du bist Jennas Sohn. Du und deine Freunde, ihr seid Kinder von Krieger, die nun selbst Krieger geworden sind. Stimmt ja, sie kannte Isaac ja gar nicht, sie kannte nur Jenna. Noch mag diese Welt in Dunkelheit gehüllt sein, doch schon bald werdet ihr bei ihr das Licht zurückbringen. Das war ein nützlicher Tipp und dafür habe ich dich jetzt geweckt, danke, für gar nichts. Sondern verschieben wir mal diesen riesigen Klotz hier. Rums! Was haben wir jetzt getan? Hm? Okay. Können wir noch irgendwas anderes hier machen? Schauen wir doch mal. Hm. Vielleicht jetzt nochmal? Ah, erzähl uns was. Flop. Ja, du bist kleiner Sohn, ihr seid krass und übergenial, aber das... strange. Merkwürdig. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da machen konnte. Das wird sich noch klären. Na gut, ab in den Palast, wenn wir reingelassen werden. Was ich jetzt einfach mal hoffe. Ich gehe davon aus. Keine Wachen, keine Items, nichts. Ich kann auch nicht hinter den Palast, schade. Na gut, dann preschen wir rein. Hallo, gebt mal euer Geld. Du da. Himi liegt in ihrem Bett und ruht sich aus. Seid bitte leise. Wieso sollte ich laut sein? Mann, Mann, Mann. Hm? Hi. Die gesamte Bevölkerung steht Königin Kushinane in dieser schweren Stunde bei. Sie alle beten und hoffen, dass der Fluch bald von Himi schwindet. Was ist denn überhaupt passiert? Sagt mir doch mal irgendjemand was. Ja, ich weiß, sie sind in einen Schlaf gefallen, aber... Einfach so? Suddenly? So. Schlaf? Abstruse Dinge passieren. Hi. Der alte Herr an eurer Seite sieht wie der Mann, der... Moment. Sieht aus wie der Mann, der einst mit den Kriegern auszog, um Vipera zu vernichten. Der alte Herr an eurer Seite... Ach, Crane, stimmt, der war ja dabei. Den müssten die eigentlich noch kennen. Diese gefährliche Schlange, auch große Schlange von Mikage genannt, schlief einst im Gaia-Felsen nahe Izumo und erwachte durch das Entzünden des Venus-Leuchtturms.
Sie bedrohte die Menschen und wurden schließlich durch die Krieger von Vale besiegt. Aber das liegt nun schon 30 Jahre zurück. Ich glaube nicht, dass dieser Mann noch lebt. Dennoch. Und ob er noch lebt. Als die Summe und den Wellen versank, suchten wir nach einem Ort, der uns Schutz vor weiteren Katastrophen bieten würde. Ich glaube fest daran, dass uns unsere Vorfahren noch immer beschützen und uns hierher geführt haben. Eure Vorfahren? Können wir mal euer Geld geben? Sehr gut. Dann gehen wir mal nach da hinten. Ich denke mal, die werden oben auf uns warten. Ja, sieht so aus. Kaum hatte Uzume die Stadt Yamata betreten, wurde sie krank und starb. Klingt für mich nach einem Fluch. Und ihr bleibt trotzdem hier? Dass Sol von der Dunkelheit verschlungen wurde, ist sicher das Werk von Vipera, der großen Schlange von Mikage. Ah, ich glaube nicht. Sie hat uns verflucht, weil wir Uzume verlassen haben. Izumo, meine ich. Und an diesen Ort gekommen sind. Was ist das hier? Das sieht schon wieder verdächtig aus. Das sieht so verdächtig aus. Alles ist verdächtig. Aber das offensichtlich nicht verdächtig genug. No, no, no. So, wer möchte... oh Gott. Voll im Stress hier. Hey. Kommt mir nicht zu nah. Ich werde Prinzessin mit meinem Leben beschützen. Kommt mir nicht zu nah aus. Sie wird das... Wir beten für Prinzessin hier. Bitte tretet einen Schritt zurück. Tut ihr das wirklich? Unsere Gäste hätten keine Unpassung, um einen feinen Besuch absuchen können. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte deren Gedanken lesen. Sie sieht wichtiger aus. Ha, wusste ich doch. Wir haben so oft gebetet und trotzdem will Himi nicht aufwachen. Vielleicht ist dies gar kein Fluch. Kushinada, schön dich zu sehen. Und wieso wacht sie dann nicht auf, ob ihr Zustand durch die tiefe Finsternis verursacht wird? Oh, die tiefe Finsternis. Sie kennt die tiefe Finsternis. Beim Namen. Sie kann sie beim Namen. Im Hallo Crane ist dabei. Sag doch was zu mir. Wo ist Sasu überhaupt? Das da sieht aus, als wäre das Sasu. Das heißt, ihn quatsch ich nicht dann. Also gleich erst. Ich möchte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Brrr. Na gut, Sasu, altes Haus. Was geht? Wie es dir so geht, sollte ich vielleicht nicht fragen. Wow, kurzer Ultra-Lag. Wer um alles in der Welt seid ihr? Oh Mann! Crayden! Tja, die kennen sich, wie bereits gesagt. Sasu, wie ist es dir ergangen, altes Haus, Mann? Ich habe ihn schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Genauer gesagt, seit Felix Vipera besiegte. Das liegt nur mehr 30 Jahre zurück, wie doch die Zeit vergeht. Mir sieht man mein wahres Alter an, doch du hast dich überhaupt nicht verändert, mein lieber Crane. Du siehst nicht einen Tag älter aus. Warst du nicht bereits über 70 Jahre alt, als wir uns das letzte Mal sahen? Ja. Dir ist also auch aufgefallen, nun ist es nicht so, dass ich überhaupt nicht gealtert wäre. Ich werde älter, nur eben nicht so schnell wie andere. Du bist echt schon über 100. Das geht allen so, die damals die goldene Sonne entfesselten. Ich bin so gespannt, wann ich meinen Vater eingeholt habe. Tja, das wird passieren, scheinbar. Jetzt, wo du es sagst... Ein interessanter Gedanke. Ein gruseliger Gedanke etwa. Crayden ist 100 Jahre alt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater wie alle anderen gealtert ist. Ja, stand ja auch nicht in der goldenen Sonne, ne? Aaron. Kam mir bisher nicht in den Sinn, aber als ich damals Aaron traf, war er ungefähr in meinem Alter. Und heute wirkt er ziemlich jung. Hältst du denn noch immer Kontakt zu Aaron an Bord seines Schiffs mit Hilfe des Berieftaums aufrecht? Blum. Wie Crayden, aber wisst ihr, was ich krass finde? Was ist mit Noel? Crayden sagt kein Wort, Reef interessiert es gar nicht, weil er nur Augen für seinen tollen Ober-Crayden hat. Oh mein Gott, wie es einfach niemanden kümmert. Eine Brieftaube auf hoher See, ist das wirklich nicht irgendwie schlecht, riskant? Keine Ahnung. Wie hätte ich als Nicht-Adept deiner Meinung nach eine Nachricht über viele Kilometer übermitteln sollen, hä? Was denn, mit E-Mail oder was? Ich weiß nicht, was eine E-Mail ist, trotzdem hätte ich es machen sollen, verdammt nochmal! Aber wenn eure Brieftaube Aaron nicht gefunden hätte, dann würdet ihr jetzt immer noch auf eine Antwort warten. Tja, das wäre möglich gewesen, ja, aber meine Taube hat mich bisher noch nie im Stich gelassen. Das heißt, die Taube ist bis nach Lemuria geflogen. Das ist eine beachtliche Leistung für einen Vogel. Wenn wir denken, dass man die Stadt einher nicht betreten kann. Ich frage mich, woher die Taube wusste, in welche Richtung sie nach Aaron suchen sollte. Ich wäre total aufgeschmissen gewesen. Ich meine, wo hätte sie die Suche beginnen sollen? Dann hatte meine Taube dir wohl einiges voraus, Tyrell. Tja, sie ist auch schlauer als du. Und der Rest. Vielleicht sollte ich ihr beibringen, wie man Feuerbälle wirft. Ich bin mir sicher, dass sie auch gut anstellen würde. Hey, soll das etwa heißen, dass deine Taube klüger ist als ich? Tja, das musst du selbst herausfinden. Mit allem nötigen Respekt, Meister. Wir haben wichtigere Dinge zu tun, als Tyrell zu ärgern. Oh, Reef, der Spielverderber mal wieder hier.
Sollen wir Satsu nicht über die tiefe Finsternis in Kenntnis setzen? Ich mag Reef sowas von gar nicht. Es ist unglaublich, wie wenig ich diesen Charakter mag, ne? Man merkt's vielleicht. Hey, das lasse ich nie auf mir sitzen. Cranes blöder Vogel soll klüger sein als ich nie im Leben. Ich konnte Tauben noch nie leiden. Diese fiese, fedrigen Nervensägen. Satsu ist dir sicher nicht auf das Unheil auf dem Festland entgangen. Wir wollten dich deshalb um deine Hilfe bitten. Ach, wollten wir das? Nein, nicht wegen... Ach, egal. Was wollen wir? Ah, so, gut. Keiner weiß Bescheid, nur Crane. Ich dachte, wir würden einfach nur herumsegeln. Ich habe euch absichtlich davon erzählt, weil ich mir nicht sicher war, ob wir Satsu finden würden. Außerdem spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in Yamata Antworten auf die Plage finden werden, die das Festland heimsucht. Bisher sind wir von der Dunkelheit verschont geblieben, doch ich will verhindern, dass sich die ausbreitet, Mann, Crane. Ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Leider weiß ich nicht, ob meine Hilfe ausreichen wird, aber vielleicht können euch Kushinada und Himi... Oh, Himigini... Achso. On Himigini Haracha Hataya Sobaka. Ist das ein richtiges irgendwie Sutra oder so? Keine Ahnung. Das klingt ganz nach einem Gebet. Was geht da vor sich? Meine arme Tochter, als die Tieffinsternis über uns kam, fiel sie in einen tiefen Schlaf und ist seitdem nicht wieder erwacht. Es tut mir sehr leid, das zu hören. On Himi Shini. Königin Kushinada, seid ihr wohl auf, eure Hoheit? Der Fluch hat nur noch unsere Königin eilt. Was? Bitte entschuldigt mich. Das klingt, als ob einiges im Argen liegt. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Ja, das sollten wir wirklich. Klingt nicht gut, Leute, aber was genau hier vor sich geht, was es mit diesem Fluch auf dich hat und ob uns Satsu wirklich helfen kann, was wir hoffen, ich meine, ne, wie gesagt, wir sind alte Freunde, jedenfalls Crane und er. Naja, aber das werden wir im nächsten Mal erfahren. Das war erstmal Golden Sun, die dunkle Dämmerung für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.